So, Leute, ich habe mir was gegönnt, auch nur, weil ich 36 Karten aus diesem Set haben will und das ein richtig schönes Set nochmal ist. Yes. Mal gucken, was wir so kriegen. Und der Blackie hat mir auch direkt schon hier seinen Mülleimer des Vertrauens hingeschmissen, weil, es wird eine Menge Müll geben. Ich hole mal den ersten Stapel hier raus. Yes. Ewigkeiten keine Booster mehr gerippt. Ich glaube, das letzte Booster, was wir aufgemacht hatten, war... wo waren die Fetchländer im Reprint? Khans of Tark hier, ja. Und stimmt, ja, da hatte Blackie ein Display, wo fast nur Fetchländer drin waren. Und ich habe es tatsächlich geschafft, ein Display zu finden, wo nicht eins drin war. So, fangen wir mal an. Ich gehe mal durch die Kams. Im Schnelldurchlauf durch. Das sind ja eh relativ irrelevant. Was haben wir denn hier so schönes Zeug? Oh, das trägt eine Foil. Ist das? Oh, das ist ein Fatal Push in Foil. Oh Gott. Oh Gott. Oh Gott. Ja. Unser Rare. Ein wunderschönes Zeug. Ah, nee. Faceless Devourer. Also die Foils, die finde ich so ein bisschen, Und was ich schon gesehen habe in den ganzen Openings, die haben mega viele Printmarks. Also hier Printlines. Je nachdem, die hier jetzt gar nicht. Gut. Was haben wir hier so? Da ein Stapel, da ein Stapel. Alter, ich muss mich hier erstmal sortieren. Ja, voll und dann Timeshift. Yes. Alles klar. Ich hab scheiß Boost drauf. Also. Das wird ein sehr langer Abend. Da. Oder? Also man kann jetzt nicht behaupten, dass die gut verschlossen sind. So, was haben wir denn hier alles? Think Twice haben wir gesehen. Ein Affen und noch mehr Sliver. Was haben wir hier? Den kenne ich gar nicht. Yes, den brauchen wir noch. Der kommt direkt nebenbei. Der kommt direkt nebenbei. Und die nächste Foil. Das Foiling ist irgendwie... Also bei denen ist das... Den kann ich direkt behalten. So. Ich möchte am liebsten die ganze Kacke jetzt mit dem Cuttermesser aufmachen. Aber ich weiß jetzt schon, voll in die Hose gehen. So, machen wir mal weiter. Thermorphing Expense. Die 15.000. Reprint. Der lacht sich hinter mir einen Ast ab, weil die ganze Zeit die Karten falsch halt. Oh, Würmchen. Oh, ein schöner Alesha. Die habe ich auch. Commander wäre die auch ganz schön. Schöne Farbkombi. Schöner Effekt. Ja, kann man eine Menge daraus basteln. So, was wollen wir denn ziehen? Also ich habe einen ganzen Arsch voll Booster-Openings gesehen und ich habe nicht einen Tamogolf gesehen. bis jetzt. Also irgendwie sind die Arsch selten. Jetzt haben wir hier noch mehr Sliver. Ein Shriekmaw ist schön. Oh, ist der schön. Ja, ich muss auch... der ist auch gut. Den nehmen wir doch. Nam, 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 nam. Ja, bis jetzt sieht es schon ganz gut aus, das Display. Der Tunnel hat es schon bezahlt gemacht. Jetzt brauchen wir nur noch so 3 Leylines. Was braucht man noch alles? Auf der Wunschliste haben wir eine ganze Menge. Sunshock, auch eine sehr, sehr schöne Karte. Auch schön fürs Prison Sideboard. Boom und Bust. Ja, ist auch eine schöne Karte. Oh, die Leap. Sehr schön. Und dieser Goblin-Token, der irgendwie aussieht wie ein Ogre. Ich weiß nicht, was die geraucht haben, als sie den fabriziert haben. Aber es war jedenfalls irgendwas Schreckliches oder was verdammt Gutes. So. Und meine schöne Vorreklecksmatte. Danke an Ralf fürs Bestellen. Schönes Tier, eben mein Sensor. I do like. Die Länder sind auch schön. Oh, yes. Summon Aspect. Sehr schönes Teil. Hätte ich fast noch gebrauchen können, aber ich spiele das Deck nicht mehr. Siegel of the Empty Thrones. Auch sehr schön. Und ein Affen. Super. Wäre natürlich witzig, wenn ich jetzt hier drin einen Tamogolf flippe, weil ich hasse die scheiß Viecher. Ich
würde jetzt nicht sagen, dass ich ihn in zwei Teile sägen würde, weil das ist ja immer noch was wert. Aber ich würde den auch definitiv nicht spielen, weil ich den viel zu schlecht finde. Als 2-2 Vanilla. Nee. Scriptblender auch eine schöne Karte. Restore Balance. Auch sehr schön. Der. Ah, ist der. Ist auch schön. Die voll. Ja. Nee, aber Tamogol, wie gesagt, habe ich bis jetzt noch gar nicht gesehen. Ist ja, glaube ich, auch schon wieder im Muffix-Slot. Den könnten sie ruhig mal als Kamm drucken oder so. Das wäre auch mal was. Könnten wir mal bringen. Mal sehen, was die ganzen Leute, die noch 12 Stück davon im Keller liegen haben, sagen. Den habe ich schon im Commander gespielt. Ein sehr, sehr schönes Ding. Return to Dust ist auch was Schönes. Und Venza. Also bis jetzt ist das Display echt schön. Sanguine Blood Bond. Auch eine sehr schöne Commander-Karte. Oh, ich finde die als diesen echt der Wahnsinn. Oh, die sehen so gut aus. So, jetzt laufe ich mich hier über Kopf und Kragen. Krieg die scheiß Booster immer noch nicht auf. Ich krieg zu viel, ey. Wir wollten definitiv sicher gehen, dass keiner die Booster irgendwie öffnet. Ja, Plastikmann ist gleich auch voll, wenn ich hier fertig bin. Invention Crutch, auch eine gute Karte. Also hier gibt es eine Menge schöner, guter Karten drin. Also auch wenn man das Hauptaugenmerk auf die... Oh mein Gott! Also das Display ist ja echt der Kracher. Hat Marc gut ausgesucht. Ich freue mich. Der ist auch sehr schön. Die sieht ja geil aus. Was? Zu welcher... Ach, das ist ein Zengir-Token. Ah! Ich wollte gerade sagen, wieso gibt es Fledermäuse mit Effekten? Also, bis jetzt... Display hat es in sich. Vielleicht ja auch ein Tamogulf. Ach ja, ich brauche ihn ja nicht, aber es ist egal. Oh, und Dried Arbor. Die Version finde ich auch sehr, sehr schön. Also, ich finde die Dryaden da und das ganze Artwork davon finde ich richtig gut. Leveler, auch nicht schlecht. Und eine Fairy. So. Ich werde mit dir oder mit euch beim letzten Booster habe ich dann auch endlich raus, wenn man die scheiß Dinger aufbekommt. Was haben wir denn hier noch alles? Lodging und Delay. Oh, und es geht weiter. Die Karte habe ich irgendwie total übersehen in dem Slot, weil ich sie halt auch nicht spiele wahrscheinlich. Und ein Sabro. So, jetzt sind wir gleich das erste Drittel durch. Und bis jetzt würde ich mal sagen, hat sich das echt rentiert. Das Display. Also, kann man mal machen. Kann man auch öfters machen. Also, ich habe echt vermisst, Displays zu rippen. Fällt mir gerade so auf. So, Garrus Anthem. Noch mehr Sliver. Ja, die kennt man ja, die ist schon was älter. Da. Tidal Scala. Oh mein Gott, ist der wunderschön. Und der hat keine Printlines. Oh, ich bin gerade so begeistert. Das müsst ihr mal gucken, was der an Fäuling hat. Also ohne Scheiß, ne? Das ist schon fast so gut wie es, ne? Also, hui. Oh, der wird gleich direkt eingetütet. Oh, ein Urborg wäre auch noch schön. Könnte ich theoretisch sogar spielen, müsste ich mir nur mal meine. Mono Red Prison, die Teile fürs Black Prison holen. Aber das ist halt nicht so gut und nicht so toll, Alter. Die glänzt so stark, dass die mich hier mega anstrahlt. So. Was haben wir hier noch? Angel of Salvation. Was gibt es? Ach, mit Convoke. Flash und Convoke. Crystal Shard, auch eine sehr, sehr gute Karte. Dass ich bis jetzt noch keine Karte wirklich angeschlagen, was man bis jetzt schon öfters gesehen hat. Das ist auch eine schöne Karte. Ja, weil das war auch, das habe ich auch in den ganzen Open Openings gesehen, die mega oft haben die unten Schläge, die Karten. Weil die auch, wenn man das so sieht, hier so in den Boostern sind die mega läppsch drin. Aber Hauptsache, der Kleber ist einfach mal so heftig, dass man quasi eine Beißzange braucht, um die Booster aufzubekommen. So, Rough and Tumble, auch eine sehr schöne Karte. Spiele ich selber auch. Ja, Max of the Moon. Oh, der ist so schön. Was bist du denn? Ach, der. Den kannte ich gar nicht.
Oh mein Gott, ein voll Seam Spirit Guide. Nom nom nom. Also, ich würde mal fast behaupten, das Display ist sein Geld schon fast wert gewesen. Auch wenn ich bis jetzt nur eine von den Timeshifted Karten habe, die ich brauche. Ja, bescheuert, ey. Ich mache hier mal einen zweiten Stapel auf. Die sind ein bisschen zu viel. Harmonic Sliver, auch ein sehr schöner Sliver. Angel's Grace. Die ist echt, die ist hübsch. Split Second. Field of Ruin. Sehr schön. Und der komische Goblin Token schon wieder. Die müssten wir eigentlich spielen, weil sie so hässlich sind. Also ohne Mist, ne? Schön im Monolith Prison. Das ganze Deck ist ja, wenn du manche Leute fragst, echt hässlich. Ja. Oh, Sudden Death, auch eine schöne Karte. Smallpox. Oh, da bekomme ich direkt. Oh, hier sind ja nur Karten, die man spielt. Oh, eine schöne Akroma. Die ist auch sehr, sehr nett, die Lady. Lipmac. Sehr schön. Ah, auch eine schöne Commander-Karte. Assembly Worker. Der sieht auch. Das ist so Golem-Beat nur sein kann. Alter, Alter, das ist jetzt. Wir sind ja noch. Ich habe ja noch einen ganzen Stapel vor mir, ey. Uiuiui. Boah, das hat sich jetzt richtig gelohnt. Auch wenn der Tellerrand. Nicht die stärkste Foil ist, die man ziehen kann, aber. Ich gehe mal davon aus, ich werde den wahrscheinlich einfach mal beiseite packen. Und dann irgendwie. Mal gucken. Sledge Sliver. Schlitten Sliver. Aha. Das ist. Relentless Reds. Die brauchen wir auch nicht. Und schon wieder. Die sind so oft da drin. Ach, Kacke. Ich hätte mir überlegen, ob ich die einfach behalte. Also, die sind so poppen hässlich, ey. Die sind schon wieder hübsch. Tasche eh so auf Full Art stehen. Ja, da war auch die Frage. Manche Sachen wie Thoughtseize, die Full Art austauschen oder behalten. Aber man hat halt auch keine Lust, sich ein Beta Lightning Bolt zu holen. Also Lust schon, aber Geld halt nicht. Read the Bones. Auch eine sehr, sehr schöne Karte. Foil Rare. Ich glaube die Zeit. Das müssten wir mal gucken, wie viele hatten wir denn jetzt? Doch, die zweite ist. Der Hivestone war ja schon dabei. Zwei Foil Rares in dem Booster. Das ist ja fast schon klar, dass man eine zieht. Also irgendwie so 1,33 pro Display. Es gibt auch Displays, wo man zwei drin zieht. Der ist schon ziemlich zufrieden. Ist auf jeden Fall ein hübsches Ding. Ein sehr, sehr hübsches Ding. So, den ganzen Balk kann man einfach mal überspringen. Das Artwork ist auch so schön. Ja. Von der Zeichnerin kennt man das ja eigentlich nur so. Die kenne ich gar nicht so wirklich. Ach stimmt, das war. Ja, stimmt, das war die. Mirror Entity. Auch eine sehr schöne Karte. Ah, es sind eigentlich nur schöne Karten drin, wenn man sich dazu durchguckt. Ah, und so ein Ranz wie Oko oder Uro. So Karten, die eigentlich gar keiner mag, aber jeder spielen muss, weil, ne? Obwohl, ja, mittlerweile darf man das ja nicht mehr in den meisten Formaten. Zu Recht. Walked Eons mit Buyback. Und das ist, ah, das ist so ein extra Turnzug. Mortify. Eine sehr schöne Karte mit einem sehr, sehr schönen Frame. Also, der White Mane Löwe. Ach du Kack. Ja, noch mehr Fledermaus. Ach, so, fehlt noch der Tamengolf. Kommt, ich hätte jetzt gern noch. War ich überhaupt schon mit Möffig? War der Möffig schon dabei? Ich hab doch trotzdem noch Bock auf einen Tamogolf unten. Unten Dings. Urborg. Oh, Jaya. Die ist auch schön. Die gab's auch früher immer mal. Die hat man beim Delver gesehen. Oh, Knight of the Reliquary. Oh, Shoutout an Kevin. Ich glaube, das ist deiner. Geil. Ah, so schönes Zeug. So schönes Zeug. Und geht's jetzt an. Ja, früher haben wir öfter gedraftet. Was heißt gedraftet? Wir haben einfach Displays aufgerobbt, weil wir Bock hatten. Innistrad. Und so weiter. Ein bisschen gedraftet. Oh, Crossen Cups auch. Oh, Miri. Das ist auch eine geile Katze. Oh, Ninja of the Deep Hours. Der ist auch schön. Und das war ein Affe. Und wieso hat der eine Halskette oben? Hat der was geklaut? Ja,
Wobei ich mal sagen muss, der Team Spirit Bugger, der erinnert mich mega in seinem Artwork an Curd Ape. Also, das ist echt der Wahnsinn. Der sieht eins aus wie der alte Curd Ape, nur recycelt. Ich denke gleich mal zufällig im Auge erwischt, dann zeige ich das mal. Die ist auch schön. Den kenne ich gar nicht. Das ist so die, glaube ich, so die Bulk Ray. Die findet man überall. Die ist andauernd, taucht die auf. Ich weiß gar nicht, was der ganz kann. Ja, Saab-Rohlinge, ne? Die ist auch schön. Sag mal. Ja. Und das. Die sind schön. Ach, eine Spinne. Ein bisschen rumgekrabbelt. Ja. Da haben wir früher so viele Booster aufgemacht. Fehlt einem echt. Merke ich gerade so. Ein bisschen hibbelig. Jetzt haben wir das angesprochen. Das findet man natürlich ganz im Spirit Guide. Mein Sensor Harmonize ist auch schon wieder. Das ist nur gute. Nur gute Ankommens. Da ist der Mann, der die Fledermaus braucht und macht. Zengir Nosferatu. Nosferatu. Harvest of Souls. Und noch ein Saab-Rohling. Da. Letzter Balk. Ich schmeiß mal wieder die Kamms beiseite. Es sind mittlerweile einfach zu viele. So, die rutschen jetzt gleich wahrscheinlich da runter und sind weg. Einfach weg. Jetzt bin ich mal gespannt. Vielleicht haben wir ja noch Glück und kriegen eine zweite Freude. Das wäre nobel. Extrem nobel. Also, timeshifted wohl. Ah, Mockmauermarschall. Klassiker. Ich muss mal hier bin ich umsortieren. So. Wieder Harmonize. Flagstones, yes! Schönes Ding. Auch sehr, sehr schön im Legacy immer gespielt. Restoration Angel. Den kann man auch gebrauchen. Und der hier? Oh, den könnte ich gar nicht. Oh, Gorgone. Ach, ich glaube, das ist der erste Soldier Token, den wir haben. Weil der sieht echt aus nach Soldier. Der sieht nach Dune aus. So den alten Dune-Filmen sahen so ein bisschen in die Richtung aus. Das Spice muss fliegen. So, was haben wir denn hier noch? Jetzt findet man natürlich keinen verkackten Curd Ape mehr. War ja klar. Aber dafür eine Menge Dredge Returns. Second Hive Stone. Einmal in Foil, einmal in Non-Foil. Oh, ich liebe das Display. Und Past in Flames. Sehr geil, auch oben mit dem Symbol. Schade, dass sie den Stein nicht wiedergebracht haben als Token. Das wäre geil. Das wäre richtig nobel. Den hätte ich gerne, den Token, aber den findet man ja so gut wie nie. Und ich glaube, wenn, dann musst du dein Haus verkaufen, um so einen kleinen Token zu bekommen. So, was haben wir denn hier? Fendenwurm. Die komische Steppe. Und? Yes! Der zweite teurere von den Packs. Der teuerste eigentlich. Kamimans. Auch eine sehr, sehr geile Karte. Und Griffin. Der sieht echt schön aus. Also mit den Token, also mit ein paar Token haben sie sich echt Mühe gegeben, auch wenn der Goblin, wie gesagt, einfach nur hässlich ist, aber... So, jetzt wollen wir mal gucken, ey. Gib Papa was Schönes, obwohl hast du ja eigentlich schon... Hat er ja eigentlich schon Ancient Grudge. So, ja, die Lightning Eggs, ne? Wo stand nochmal Fang drauf? Weiß ich gerade gar nicht mehr. Auf der Lava-Axt, ja. Oh. Jetzt habe ich die hier noch falsch geschmissen. Auch ist eine Revision im Shardless Bug. Richtig geil. Goblin Engineer. Oh, eine sehr schöne Karte. Vor allen Dingen den kannst du jetzt mit dem Ein-Mana-Goblin schön als Dings. Oh, wir haben eine Foil. Haben wir eine Foil? Ne, wir haben einen Token. Schade. Aber der gibt's ja jetzt. Den kannst du jetzt quasi im Painter Servant. Kannst du dann die ganzen Goblins, also beide Goblins, die ganzen Goblins, schön in Outboarder spielen. Ist auch sehr geil. Jetzt haben wir natürlich, es ist so klar, jetzt haben wir natürlich keinen einzigen Curd Ape mehr in den ganzen Stapeln. So, Rebuff the Wicked. Ach, der mit den Red Kobold Token. Auch sehr schön. Grenzo, schöner Commander. Und Insekt. Kriegen wir noch eine zweite? Time-Chip-Bit voll. Ich glaube zwar nicht, aber bis jetzt gibt das Display genug dafür, dass es passieren könnte. Da fangen wir an.
Talit. Das schon wieder Necrotic Sliver. Schon wieder eine Jaya. Zweite sogar. Die Token. Ja, die ist ja in dem Modern Event Deck drin. Die schöne. Und das ist der Kobold hässlich. Hat der eine komische Nase. Leck mich am Arsch. Also er ist auch schon wieder so eine Karte, wo ich sagen würde, die ist schon fast so schrau, dass sie schön ist. 0-1 Kobold. Ja, das Land dafür haben wir eben gezogen. Ja. So. Empty the Warrens. Auch 5000 Mal. In den ganzen Displays drin. WhatsApp Factory. Boah, der nächste Pact. Schön. Jetzt haben wir, glaube ich, die drei größten von den Pacts. Priced Amalgam. Auch eine sehr schöne Karte. Und schon wieder ein hässlicher Goblin. Ach ja. Also der und der Kobold, die haben wahrscheinlich dieselbe Mutter. Oder denselben Vater. Eins nur. Also so schrau wie die sind, meine Fresse. So, was haben wir denn noch? War das hier? Das war schon eine. Das war noch keine. So, was kommt als Rare? Boah, toll, ja. Also, das, was die Rares angeht, hat das Display richtig einen rausgehauen. Oh, die ist so schön. Warum ist die nicht mehr legal? Die würde ich direkt im Guardello spielen. Was machst du denn? Discard a card, so schön lange. Ja, okay, nicht schlecht. Und zurück. Jetzt haben wir noch 4 Booster übrig. Also so wie das Display hier gerade ausrastet, könnte man auch behaupten, da kommt noch eine Falle. Ich wäre nicht dagegen. Also so eine. Brute Force. Den hatten wir gerade eben als Foil. Stronghold Reds. Shadow ist auch so komisch. Oh, Street Rev, auch eine sehr, sehr schöne Kamm. Und Lotusblumen, sehr geil. Was machst du denn? Ah! Bouncer. So, jetzt haben wir noch 3. Ihr habt es gleich überstanden. Und ich auch. Oh mein Gott, sind die Booster zu. Und 5 Tonnen Müll. Und wie versprochen, es kommt kein verkappter Affe mehr. Lichtlord? Nicht schlecht. Sehr schönes Land. Also das ist nicht das teuerste, aber ich finde es sehr, sehr schön. Und so. 2 Booster noch. 2. Das ist wieder so witzig. Ne? Ich brauche bis jetzt nur den True Name Nemesis. Ach ja. Ach ja. Man kann ja nicht alles kriegen, was man braucht. Wenn man schon 8 Leylines of the Void braucht, dann muss man auch nicht meckern. Greater Gargodon. Auch ein schönes Tier. Ah, den brauche ich. Oh, meckern hilft. Meckern hilft, meckern hilft. So, jetzt brauche ich nur noch 3 davon. Sehr schön. Letztes. Mal sehen, was wir hier so haben. Komm, gehen wir noch so ein Sim Spirit Guide. Ich will den noch zeigen. Oh Mann. Was haben wir hier noch? Geist. Der schon wieder, hab ich schon gesagt. Ist das hier? Ne, ist der andere. Ist noch ein anderer. Oh, Rakdos Charm, auch eine sehr, sehr schöne Karte. Oh, Knight. So. Fertig. So an Rares, was man rausheben kann. Und klar, die Lotusblume, auch wenn sie ein Dings war. Die Promo war Urborg, Slaughter Pact. Wir haben eine Rare sogar zweimal. Die Visions, der Pact, der Lifestone, die Flagstones. Was haben wir hier noch alles? Ein schönes Zeug. Der Magus ist ein schöner Pull. Tolera West, die Dryad, die Gamjong Havens. Ich glaube, ich habe hier alle. 1, 2, 3, 4. Mir fällt jetzt kein Land ein, was ich hier noch rausfehlen kann, was Worth ist. Der Pact, Boom or Bust, ist halt spielbar auf jeden Fall. Sieht man öfter. Bei denen weiß ich es gerade nicht, aber vom Ziehen her. Und hier auch der Seam Spirit Guide, der aussieht wie ein Curt Ape. Aber wunderschön in Foil, lecko mio. Der Hivestone in Foil und noch eine Rare in Foil. Also 2 Rares Foil, Mythix. Ja, es kann sich sehen lassen. Jo, jetzt mal über die Timeshifted-Karten. Was haben wir dabei? Brauche ich? Brauche ich. So, der Rest brauche ich nicht. Aber die 2 Sachen habe ich. Was haben wir am geilen Zeug? Wir haben die Leveler-Kombo mit dem Laboratory Maniac gezogen. Becoming Mans ist auch eine schöne Karte. Was haben wir noch? Treasure Cruise ist cool. Also generell die ganzen Timeshifted-Karten finde ich eigentlich mega. Die Crystal Shard ist halt auch ein Commander.
sieht man die oft. Und ja, Relentless Reds wird mir gerade schon ins Ohr gebrüllt. Wo ist sie? Da oben. Das ist eine schöne Karte. Und halt den Talrand als Foil. Der ist schon schön. Also den habe ich früher auch schon mal gespielt. Das ist schon echt eine schöne Karte. Ja, an sich würde ich sagen, hat sich gelohnt. Sehr geil. Dann hoffe ich, es hat euch gefallen. Ich habe euch nicht zu viel dummes Zeug gelabert und Blacky musste nicht zu viel rauspiepsen. Und ja, man hört sich demnächst auf jeden Fall wieder.